immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Wir investieren für unsere finanzielle Zukunft und die unserer Kinder. Jetzt investieren mit DK Investments. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der Drehscheibe Lausitz am 23. September. Wenn die Tage wieder kürzer werden und man es sich zu Hause drinnen gemütlich machen möchte, gehört zur Entspannung noch immer für viele Lausitzer ein gutes Buch dazu. In Kamenz kann man nun bald in einem neuen Buchladen lokal die neuesten und spannendsten Schmöker finden. Was der neue Laden außerdem zu bieten hat, erfahren Sie jetzt. Am Kamenzer Markt im ehemaligen Elektronikladen von Olaf Böttcher zieht ab Dezember neues Leben ein. Dann öffnet eine neue Zweigstelle der bereits aus Großröhrsdorf bekannten Robert Philipp Buch- und Spielwarenhandlung. Hochwertiges Lernspielzeug und Kleinspielsachen für Kinder, die schon alles haben, sind laut Inhaberin Sandra Kretschmer dann auch in Kamenz verfügbar. Auch das kulturelle Engagement, was bereits in Großröhrsdorf einen guten Ruf genießt, soll in Kamenz fortgeführt werden. Lesungen, eine Lesenacht und weitere Überraschungen im kulturellen Bereich, auch mit den ansässigen Akteuren, sind geplant. 2021 hatte die Großröhrsdorfer Filiale den Deutschen Buchhandlungspreis gewonnen. Zum ersten Mal führte die Agentur Facetwing aus Elsterwerda an ihrem Firmensitz in der historischen Menzelvilla in der Berliner Straße eine Modenschau durch. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern und Modeunternehmen aus Bad Liebenwerda und Elsterwerda präsentierte man die neuesten Trends in Sachen Schmuck und Mode. Das Besondere an der Produktion war, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wurde und gleichzeitig live ins Internet ausgestrahlt wurde. Oft wurden wir gefragt, ja, welche Idee steht dahinter? Die Idee entstand vor rund anderthalb Jahren, als wir, die Firma Festwing, in die Räumlichkeiten der Menzelvilla in der Berliner Straße 33 eingezogen sind. Unsere Firma arbeitet nach dem New Work-Prinzip, das heißt, dass jeder in der Firma seinen Aufgaben und Talenten entsprechend seine Aufgaben durchführt. Ein Schwerpunkt meiner Firma ist das Thema E-Learning, zu verstehen, wie Sendungen mit der Maus erstellen für die Erwachsenenqualifizierung. Dazu gehören unter anderem das Videomarketing, wie zum Beispiel die Imagefilmerstellung. Ein weiterer Schwerpunkt in unserer Firma ist das visuelle Merchandising. Hier geht es um die professionelle Gestaltung von Schaufensterflächen und um die Raumberatung für Privat und Gewerbe. Und unsere Idee war, beide Schwerpunktbereiche in einem gemeinsamen Projekt wie die Modenschau zusammenzubringen. Am 27. und 29. September zeigen wir Ihnen um jeweils 14 Uhr die gesamte Modenschau hier im Programm der Lausitzwelle und natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Aufgrund des großen Erfolges wird eine zweite Veranstaltung angestrebt. Alle Besucher und Initiatoren sind sich einig, es muss unbedingt eine Wiederholung geben. Kommen wir nun zu den Kurznachrichten des Tages. Die steigenden Energiepreise machen den Betrieben auch in der Lausitz branchenübergreifend zu schaffen. Nun haben sie auch ein Traditionsunternehmen in Großröhrsdorf zur Aufgabe gezwungen. Diese und weitere Nachrichten vom Tag in der Lausitz haben wir nun für Sie zusammengefasst. Die Großröhrsdorfer Brauerei Böhmisch Brauhaus muss im Februar 2023 schließen. Das wurde jetzt vom Unternehmen mitgeteilt. Grund für diese Entscheidung war zum einen die Corona-Zeit, zum anderen würden die derzeitigen Energiepreise einen sicheren Ruin bedeuten, heißt es weiter vom Unternehmen. Zu den geschilderten Problemen kam, dass in diesem Sommer zwei Brauer die Brauerei verlassen haben und es trotz intensiver Suche mangels geeigneter Bewerber nicht möglich war, auch nur eine der beiden Brauerstellen neu zu besetzen. So stand man vor der Wahl, die Brauerei in der Hoffnung auf ein Wunder fortzuführen oder aus der Position der relativen Stärke heraus geordnet zu beenden. Leergut wird auch nach Februar kommenden Jahres entgegengenommen und der Pfand zurückerstattet.
Die Verwaltung in Großröhrsdorf hat mitgeteilt, dass das Einwohnermeldeamt der Stadt am 26. und 27. September aufgrund einer Mitarbeiterschulung geschlossen bleibt. Ab dem 28. September ist das Amt dann wieder wie gewohnt erreichbar. Schüler der 6. Klassen der Grundschule Nord in Finsterwalde bauten in ihrem Schulgarten neue Holzhütten und lebten dabei das Thema Integration und Verständigung mit anderen Kulturen. Zum Herbstprojekttag präsentierten sie ihre Arbeit der Öffentlichkeit. Realisiert wurde das Projekt im Rahmen des WAT-Unterrichts gemeinsam mit der Schulsozialarbeit des DRK-Kreisverbandes Lausitz und der Erstaufnahmeeinrichtung Doberlug-Kirchhain. Die größte Herausforderung war dabei die Verständigung mit den Gästen aus Kamerun, Syrien und Kenia. An der Grundschule Nord ist es Tradition, dass die 6. Klassen im Schulgarten ein eigenes, bleibendes Abschlussprojekt erstellen. Für die diesjährigen 6-Klässler war es das Projekt Neuaufbau der Finnhütten, da die 4 bisherigen Holzhütten verwittert waren. Am kommenden Wochenende beginnt der Punktspielbetrieb in Sachsens Handball-Nachwuchsligen und in der Ostsachsen-Klasse. So startet nach der ersten Männermannschaft des Lausitzer Handballvereins auch die 2. Männermannschaft in die Saison. Die 2. will in dieser Saison versuchen, den 1. Platz in der Ostsachsen-Klasse zu erreichen, nachdem man im letzten Jahr daran knapp gescheitert war. Das erste Punktspiel führt das Team von Mario Stephan und Robert Schwarzbach am Sonntag nach Görlitz. Dort treffen sie um 16 Uhr in der Sporthalle Rauschwalde auf die Vertretung des BSV Görlitz. In der Nachwuchs-Sachsenliga haben alle 3 Hoyerswerda-Vertretungen ein Auswärtsspiel zum Saisonstart. Die ältesten LHV-Sportler der B-Jugend treten dabei am Sonntag in Zwickau an. Die C-Jugend reist am Samstag zum HC Großenhain und steht vor der ersten Bewährungsprobe in der Sachsenliga. Und die D-Jugend, also die Jüngsten im Gespann, starten am Sonntag in Freiberg, wo der LHV auf die HSG trifft. Eigentlich ist Zucker ja nicht sonderlich gesund. Aber gerade in der Erkältungszeit lindert Honig die eine oder andere angehende Halsinfektion. Angeblich nutzt die Menschheit diese Gabe der Bienen schon seit 9000 Jahren als Nahrungsmittel. Wir haben uns vor einigen Jahren in unserer Reihe zu Besuch mit einem Imker getroffen. Dieses schöne Interview aus unserem Archiv wollen wir Ihnen heute zeigen. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen schon, dass die heutige Folge zu Besuch nicht so was für jedermann ist, jedenfalls wenn Sie das mit den Nerven nicht so haben. Denn heute geht es, und das kann ich Ihnen versprechen, gleich mal hinter ins Bienenvolk rein. Und Dieter Bruck, der kommt aus Tetschwitz, Sie wohnen in Tetschwitz und Sie haben das Hobby, Sie sind Imker. Richtig. Wie sind Sie dazu gekommen überhaupt? Tja, die Imkerei hat mich schon immer beeindruckt. Honig hat gut geschmeckt, ne? Und bei uns im Dorf früher waren 5 Imker gewesen und die ist einer nach dem anderen weggestorben. Und mit der Zeit hat man dann gedacht, man könnte ja mal langsam in die Fußtappen eines Imkers treten. Ja, und so hat sie das dann zugetragen. Auf meinem Grundstück im Pflaumenbaum hängt der erste Schwarm. Und ja, keine Beute, kein Nichts. Losgerannt, helft mir, wer kann mir helfen? Jeder hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ich nicht. Naja, bis sich ein alter Bauer, der früher auch noch Bienen hatte, bereit erklärt hat, das mit mir durchzuführen. Naja, und dann habe ich einen ersten Schwarm eingeschlagen selber. Und die Beute, die ich dann von ihm auch gekriegt habe, mehr Holzwürmer wie Beute. Und da die Bienenreihen, das Maß, was das für Maß ist, kenne ich nicht, gibt es heute nicht mehr. Ein Drittel von Deutsch-Normalmaß. Und naja, so habe ich angefangen. Früher waren die Preise noch sehr, sehr billig. Auch heute sagen sie noch, dass der Honig eigentlich ja zu Unrecht so billig gehandelt wird, weil es steckt eine Menge Arbeit hinter. Ja, es steckt sehr viel Arbeit hinter. Wenn man dann sieht, hier, was in den Geschäften los ist. Honig aus EU und Nicht-EU. Was ist Nicht-EU? China, Brasilien, Indien, Argentinien. Und wo ja dort geimkert wird, was dort herkommt zum Teil. Ich will die Imker dort nicht schlecht reden, aber auch Kuba, was dort angeliefert wird, hat mit Honig nicht mehr viel zu tun. Das sind Billiglohnländer, die das Zeug verramschen nach Europa hier. Speziell Deutschland ist ein ganz großer Honigkunde. Und dann wird er gemischt bei den führenden Abfüllern mit deutschem Honig gemischt.
Sonst kann man den wahrscheinlich aus den Tropen gar nicht essen. Denn in den Tropen blühen ja ganz andere Pflanzen wie hier bei uns. Viele sagen auch, ich vertrage keinen Honig, ich kriege Ausschlag. Den habe ich schon eines Besseren belehrt, habe gesagt, dann essen Sie mal Honig direkt vom Imker. Denn in den Tropen blühen Pflanzen, die Bienen schleppen den Nektar samt Pollen mit rein und der kommt nach Europa, der Körper, der wirkt allergisch drauf und dann kriegen sie eben, wer es nicht verträgt, Ausschlag. So, normalerweise vom Honig ist nicht der Fall. Vom Deutschen, weil hier der Imker mit dem Pollen und die Bevölkerung mit dem Pollen in Berührung kommt, die ist mittlerweile abgehärtet, also immun praktisch. Damit aber der Lausitzer überhaupt ihren Honig erstmal kosten kann, müssen sie sehr, sehr hart schuften. Womit fängt das an und wie läuft so eine Prozedur überhaupt ab? Ja, das geht im Frühjahr los. Die Frühjahrsdurchsicht bei den Völkern machen, die Windeln unten ziehen, die Toten rausnehmen, die Bienen. Also auch eine Biene hat nicht das 100-jährige Leben. Ja, im Winter lebt sie etwas länger, weil sie nicht totfliegt. Also die Herbstbienen überwintern dann. Und die Durchsicht der Völker, ob sie Weisel richtig sind, dass die Königin noch da ist, nicht gestorben ist im Winter und so weiter. Und dann geht das los. Langsam kontrollieren. Honigraum dann im März, April, je nach Witterung. Wenn das Wetter günstig ist, wird der Honigraum geöffnet. Und dann nach 4-6 Wochen ist dann die erste Ernte. Es geht dann los nachher mit Entnahmen der Waben aus dem Bienenvolk, aus dem Stock. Und entdeckeln, schleudern, sieben, abfüllen und so weiter. Die Bienen sind für Sie ja das Kostbarste als Imker. Ist das Kapital des Imkers, die Bienen. Ohne Bienen hier kein Nektar und kein Honig. So sieht es doch aus. Aber es gibt solche und solche Imker. Das gibt schon wieder große Unterschiede. Ne? Aber nicht nur die Bienen sind für Sie wichtig, sondern auch Ihre Frau, die nicht nur privat, denke ich mal, an Ihrer Seite ganz gut eine ganz gute Figur macht, sondern auch bei den Bienen mithilft. Ja, die hilft damit. Ohne eine zweite helfende Hand ist das fast nicht zu schaffen alleine. Jetzt sagen Sie aber, auch wenn die Bienen Sie öfters mal stechen und der Schmerz im Frühjahr, also der erste Stich im Frühjahr immer der schmerzhafteste ist, es geht trotzdem vorbei. Sie sensibilisieren sozusagen Ihren Körper mit der Zeit. Ja, der erste Stich im Frühjahr, wenn der ganze Winter vorbei ist, wo man mit den Bienen nachher nichts mehr zu tun hatte. Also die Bienen machen nicht Winterschlaf, die machen Winterruhe. Die hängen in der Traube drin und man sollte sie nicht stören. Es gibt genug Störer, die Meisen, die kloppen vorne, warten bis die Bienen rauskommen. Der Specht kloppt an die Beuten und so weiter. Und wie gesagt, im Winter fliegen keine Bienen, nur zum Reinigungsflug. Wenn das Wetter mal warm ist, ein schöner Tag ist, fliegen sie raus und verrichten ihre Notdurft. Und da hat man mit den Bienen nichts zu tun, also stechen sie ja auch nicht. Ne? Und der erste Stich im Frühjahr ist das Schmerzhafte, dann ist der zweite noch und dann ist man wieder immun. Sie haben aber trotzdem, egal wer gestochen wird, die haben immer ein gutes Rezept für denjenigen. Ja, eine rohe Zwiebel drauflegen, das hilft. Den Stachel niemals rausziehen, rauskratzen. Weil die Biene tut sich beim Stich den Stachel mit rausreißen. Hinten am Stachel hängt die Giftblase. Und wenn sie jetzt mit dem Finger das anpacken, rausziehen, drücken sie das ganze Gift von der Blase noch rein, über den Stachel. Also immer rauskratzen. Eine Wespe kann mehrmals stechen, die reißt den Stachel nicht raus. Wer auch mal was dazulernen möchte, und jetzt sind Sie, liebe Zuschauer, gefragt, denn Sie bieten es an, dass Schulklassen zum Beispiel hin können, aber auch private Leute, die einfach mal sehen wollen, wie so ein Schleudergang überhaupt abläuft, wie groß Ihre Völker sind. Sie besitzen 30 Stück an der Zahl. Ja, 30 Völker, ja. Und wer das mal sehen will, wie geschleudert wird, der kann ruhig mal kommen. Eine Schulklasse war auch schon mal da, vor 2 oder 3 Jahren von Lauter, im Biologieunterricht. Die hatten gerade Bienen, ist ja in Biologie, die waren bei mir auf dem Hof und denen habe ich das dann mal gezeigt. Die waren auch begeistert. Nachdem ich die Beute geöffnet hatte, dann sind die alle ganz weit zurückgegangen. Ja, das kann ich verstehen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Interview, danke für die Vorstellung, danke, dass wir mal in den Bienenwagen, wenn auch etwas zaghaft, mit reingehen durften. Ja, gut. Wir kommen zu den Polizeimeldungen. Es ist sicher für niemanden besonders angenehm, im Auto die Polizei im Nacken zu spüren. Doch besonders unangenehm, wer sich dann erst seiner Vergehen bewusst wird.
Viel zu retten ist dann nicht mehr, besonders nicht, wenn man dann noch auf die Tube drückt. Diese und weitere Polizeimeldungen nun. Eine Verfolgungsjagd endete für eine berauschte Seat-Besatzung am Mittwochabend in einem Gartenzaun in Malschwitz. Eine Polizeistreife hatte das Auto in Quitzdorf anhalten wollen, der Fahrer gab jedoch Gas. Im Ort verlor er die Kontrolle über den Pkw und krachte in den Zaun. Eine 23-Jährige und ein 38-Jähriger unter Drogen saßen drin und wurden verletzt. Am Pkw und dem Zaun entstand insgesamt rund 10.000 Euro Schaden. Am Wochenende 10. bis 12. September waren Unbekannte in ein Geschäft an der Robert-Koch-Straße in Pulsnitz eingedrungen und hatten mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen. Die Soko Argus der Polizeidirektion Görlitz sucht Zeugen und fragt, wer hat an dem Wochenende an der Robert-Koch-Straße in Pulsnitz verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wem sind zum Beispiel Geräusche in der Nachtzeit aufgefallen? Was war vielleicht anders als sonst in der Gegend? Hinweise nehmen Sie unter Telefon 03581 468 100 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. In der Nacht zum Mittwoch hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vor dem Grundstück Viehweide in Kamenz einen Skoda Octavia gerammt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Hinweise nehmen das Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 03578 3520 und jede andere Dienststelle entgegen. In unserem historischen Kalenderblatt schauen wir heute mal in die Frenzelsche Chronik, was an einem 23. September 1679 in Hoyerswerda Schreckliches passierte. Für die verheerenden Ereignisse war damals nur ein Backofen in der Kirchgasse nötig. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 23. September 1679 kam es bei Frau Beterin, einer Pfarrerswitwe in der Kirchgasse in Hoyerswerda, zu einem folgenschweren Feuer am Backofen, das rasch um sich griff. Innerhalb nur weniger Stunden vernichtete es 128 Wohnhäuser in der Wittichenauer, Neuwieser, Rosen- und Viehstraße sowie der Spremberger Gasse am Markt und dem Viehgraben. Auch das Rathaus, die Apotheke, drei Malzhäuser und fünf Scheunen brannten damals ab, erzählt die Frenzelsche Chronik. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Bevor wir gleich zu den Wetteraussichten kommen, schauen wir zum Ende der Woche gemeinsam mit den lieben Kollegen Jörg und Alexander aus dem Lausitzwelle Radio auf das, was da kommen wird im Lausitzwelle Fernsehprogramm in der kommenden Woche. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich wie immer gut informieren und unterhalten. Freitag ist es wieder Zeit. Wir haben das Programm bereit für nächste Woche. Oh, du bist ja ein richtiger Reimer, ein Dichter. Ja, eingestiegen, besser als liegen geblieben, genau. So, gleich mal ein Programmhinweis noch für nächste Woche. Dienstag und Donnerstag, da zeigen wir ab 14 Uhr eine Mondschau, die im Elbe-Elster-Landkreis stattfand, quasi in Elsterwerda stattfand. Schön. Ja. Ja, da waren unterschiedliche Unternehmen und Unternehmer, die haben sich dort bereit erklärt, mitzumachen. Und komplett. Das ist 2 Stunden geht das Wahnsinn. Ganze Ding und das ab 14 Uhr Dienstag und Donnerstag im Lausitzwelle Fernsehen. Einfach mal reinschauen. Live auf Lausitzwelle Mode TV. Ja, live ist es ja nicht, weil es ja eine Aufzeichnung ist. Ja, aber aufgezeichnet live Mode TV Lausitzwelle. Naja, so ungefähr. Genau. Apropos lustig. Ja, wir waren im Gespräch mit Comedian Stefan Danziger, und zwar im Spreekino in Spamberg. Okay, was habt ihr da besprochen? Was ist da besprochen worden? Das weiß ich ja nicht, das müssen wir uns ja erstmal anschauen. Dann gucken wir uns das doch einfach an. Ja, das würde ich sagen. Und die Stadt Hoyerswerda hat einen Jugendclub bekommen, und zwar... Richtig neu, mit richtig Zubehör, also mit Jugendlichen schon und so alles. Also die Jugendlichen haben es initiiert sozusagen, die sind zur Stadt gegangen, die sind zur WGH gegangen, zur AWO, die stecken alle unter einem... Nicht schlecht. Unter einem Hut. Und Initiative gezeigt. Prima. Genau, darüber berichten wir ausführlichst. Also mit und für Jugendliche. Sozusagen. Super Sache. Es geht wieder voran. Ja, da Hoyerswerda hat keinen Jugendclub mehr. Und jetzt geht das mal wieder los. Jetzt geht's wieder los. Die neue Generation ist am Start. Ja. Genau. So, Montag haben wir Natur. Die Natur pur. Diesmal geht es um den Sanddorn. Genau.
Aha, ich kann bloß Sanddorn. Nee, das ist wieder was völlig anderes. Okay. Nee, Sanddorn ist die Zitrone des Nordens. Mhm. Das sind so kleine Bärchen, sehr, sehr gesund. Also Vitamin C reich. Kleine Teddys, die nach Zitrone stecken. Die haben auch Stacheln, also der Strauch an sich aber sehr stachelig. Also wenn du da mal reinfällst, aus Versehen, könnte das ungemütlich sein. Ah, also ist der Saft, wo es immer im Hals kratzt. Ja, gut. Kommt doch an. Oder Sand klingt ja eh rau schon von der an sich. Ich kenne es eher noch mit alkoholischem versetzt. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Auch also gesund. Auch diese Kategorie wird vielleicht erläutert. Genau. Und am Dienstag haben wir unser Kulturfenster und dort ist die Kreismusikschule Gebrüder Graun mit dem Lied Hit the Road Jack. Ah, das kennt man. Ray Charles. Ja, ne? Ray Charles hat das mal gemacht. Der so, oh? Der musste, Hit the Road der Jack. Hat das No more, Hit the Road Jack. Du kannst nicht nur dichten, du kannst auch singen, das ist ja unglaublich. Und am Mittwoch haben wir uns umgefragt. Apropos Hit the Road Jack, ne? Hit the Road Jack, wir waren wie unterwegs. Wie feiern Sie? Wir waren unterwegs. Erntedank, ja. Wie feiern Sie? Was, wissen Sie überhaupt, was das ist? Ja, wissen Sie, was das ist und überhaupt? Also, wie Sie ja, das wird interessant, ja. Da vor allen Dingen mal die jüngere Generation zu fragen, was Erntedank ist. Ob die das doch wissen. Ja, eben. Die kennen das, glaube ich, bloß als Halloween oder irgend sowas. Das ist wieder was anderes. Das ja, ist ja, aber ich das weiß schon, ja, aber das hängt ja immer so ziemlich dicht beieinander. Das war ein Radiosender in Österreich. Der hat da mal eine Kampagne gestartet, Halloween, und daraus ist dieser Brauch entstanden. Ah ja. Ja. Das ist richtig. Hm? Ganz einfach. Und Donnerstag spricht bei uns Anja Paumen in unserem Kommentiert-Format. Klima geht es da. Ums Klima. Das sind wir unsere Klima-Expertin. Mhm. Wie kann man das sagen? Sie ist unter anderem Biologin, Buchautorin, Journalistin und so weiter und so fort, weil das ist ja das unter anderem. Mhm. Wie erreichen wir die Klimaziele? Genau so ist es. Nächste Woche. Ja. Ja. Schauen Sie rein, hören Sie rein. Beides zusammen, kommentiert. Die ganze Woche ist wieder vollgefüllt mit interessanten Geschichten und Beiträgen im Lausitzweiler Fernsehen. Mhm. Apropos Geschichte, haben wir wieder von der Redaktion hier. Na, du hast ja eine Laune. Sei es drum, jetzt habe ich eine. Sehen Sie, so werden wir hier. Bespaßt. Genau. Nebenbei. Kommen wir jetzt zu den Veranstaltungen oder Veranstaltungstipps von uns beiden für dieses Wochenende. Wunderbar. Diesmal fängst du an. Herbstmarkt, buntes Markttreiben auf dem Faktorenhof in Eibau. Also großes Fest und klein geschrieben. Also morgen findet das statt in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf dem historischen Dreiseithof. Traditionell wie immer, es gibt Dekoartikel, selbstgenähte Kleidung, Drechselwaren, Pflanzen, Honig. Für jeden ist etwas dabei. Das ist unglaublich. Und selbst die Gaststätte Eibauer Brauhaus ist dabei und sorgt fürs leibliche Wohl. Du bist schon ganz aufgeregt. Ja, ja. Musst du hingehen? Ja, und die Mischung macht's. Da muss ich hin. Mit dem Bier, oder? Da gehst du hin. Eibauer, das ist ja lecker. Naja. Gut, ich würde sagen, ich gehe vielleicht in die Kufa, mal sehen. Da gibt es nämlich eine Multivisionsshow. Multivisionsshow Seidenstraße in der Kufa in Hoyerswerda am 25.09., was dann auch morgen ist sozusagen, ab 16 Uhr. Und zwar eine 100-minütige Live-Reportage von Conny Schäfter und Frank Mörke und deren Erlebnissen, die sie 2019 hatten, als sie auf den Spuren von Händlern und Abenteurern Richtung Osten nach Usbekistan waren. Mhm. Genau. Also es gibt faszinierende Bilder, Filme und natürlich auch Berichte, Musik und so weiter über diese. Also ich denke, sehr interessant. Die Seidenstraße, genau. Haben wir noch in der Schule gelernt. Ja. Also ab 16 Uhr in der Kufa. Weitere Veranstaltungstipps folgen jetzt im Anschluss. Mhm. Und wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Absolut. Der Herbst ist da und so lädt die Stadt Elstra zum Drachenfest auf der großen Drachenwiese im Mammutsgarten am Sonntag, dem 25. September ein. Alle sind herzlich eingeladen, den eigenen Drachen mitzubringen, um ihn dann gemeinsam mit anderen Kindern und Familien steigen zu lassen. Speisen und Getränke sowie ein kleines Programm werden vor Ort zu finden sein. Wer keinen Drachen dabei hat, kann die Zeit auf der Hüpfburg oder beim Bogenschießen verbringen. Kinder unter 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Das Drachenfest geht von 10 bis 17 Uhr. Auch in Nieski wird am 25. September ordentlich gefeiert. Denn das Holzhausfest der Siedlung feiert sein 100-jähriges Bestehen. An diesem Tag können bei verschiedenen Touren des Holzhauslaufes zahlreiche Sehenswürdigkeiten besichtigt werden.
Egal ob Laufen, Rennen oder Walken. Groß und Klein sind herzlich eingeladen mitzumachen. An unterschiedlichen Stationen ist ebenfalls das Sammeln von Punkten auf Stempelkarten möglich, die in einer anschließenden Tombola genutzt werden können. Start ist in Neuödernitz. Mit einem großen Familienfest wird am Samstag das 30-jährige Jubiläum des Mazda-Autohauses Hellweg in Hoyerswerda begangen. Von 10 bis 16 Uhr warten auf Sie ein tolles Programm, unter anderem mit Roland Kaiser-Double, Bungee-Trampoling und als Hauptgewinn ein nagelneuer Mazda CX-60. Der neue Mazda-Spross erlebt am Samstag zugleich seine Premierenvorstellung und kann Probe gefahren werden. Ebenfalls am Samstag ist der Tag der offenen Tür in der Kunst- und Musikschule Bischof in Hoyerswerda an der Bautzener Allee vor dem Knie. Von 10 bis 17 Uhr können große und kleine Besucher Instrumente testen, das Musikschulteam kennenlernen und sich umfassend informieren. Für Kinder von 4 bis 6 Jahren gibt es ein extra interessantes Programm. An diesem Wochenende ist Töpfermarkt in Spremberg. Er wird am Sonnabend um 10 Uhr eröffnet. Daneben gibt es eine Feuerwehrausstellung und Belustigungen für die Kinder. Zudem haben die Geschäfte der Innenstadt bis 18 Uhr geöffnet. Mit Frühshoppen und mit Blasmusik geht's am Sonntag am Bullwinkel weiter. Beginn ist 10 Uhr. Von 14 bis 17 Uhr ist in den Geschäften der Stadt verkaufsoffener Sonntag. Am Wochenende geht das große Brauereifest in Wittichenau weiter. Um 15 Uhr kann am Samstag am Brauereirundgang teilgenommen werden. Start des legendären Brauereimehrkampfes ist um 16 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik von Scarlett aus Cottbus im Festzelt auf dem Brauereihof. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr, natürlich mit Frühshoppen und Blasmusik. Die gibt's dann auch nochmal ab 15 Uhr zur großen Kaffeetafel. Alle Frühaufsteher, die in den Morgenstunden nach draußen gehen, merkten es bereits. Kalte Temperaturen, Tau auf den Wiesen und Nebel über den Feldern. Heute ist nach dem meteorologischen auch der kalendarische oder astronomische Herbstanfang. Die Tage werden nun schon langsam stetig kürzer und die Nächte länger. Ganz so schnell wie im Winter sind die Sonnenstunden jedoch nicht vorbei. So zum Beispiel auch heute. Bei insgesamt 7 Stunden Sonnenschein stieg die Temperatur auf 16 Grad an. In der Nacht zum Samstag sinkt die Temperatur erstmals seit vergangenem Winter wieder auf die 0 Grad Marke ab. Damit erreichen wir den kältesten Wert der Woche. Im Verlaufe des Samstages steigen die Werte auf angenehme 19 Grad im Flachland an. Es erwartet uns ein Wechsel von Sonne und Wolken und am Morgen kann der mäßige Wind aus Süden wehen. Die Nacht wird frisch bei 7 Grad. Im Bergland können uns morgen leichte Regenschauer überraschen. In der Umgebung um Görlitz sollte jedoch größtenteils die Sonne scheinen. Die Temperaturen schwanken hier zwischen 17 und 7 Grad. Sonntag bahnt sich dann schlechteres Wetter an. Vereinzelt kommt es zu Regen und nur ab und zu kämpft sich die Sonne einen Weg durch die dicke Wolkendecke hindurch. Dabei steigen die Werte nochmal auf eine Höchsttemperatur von 18 Grad an. In der Nacht zur neuen Woche ziehen noch mehr Wolken auf. Und Montag wird es nass. In der ganzen Lausitz fallen dicke Tropfen hinab und tränken die Böden. Auch die Temperatur nimmt weiter ab. Das Thermometer zeigt uns nur mehr 14 Grad maximal an. Im Verlaufe des Tages lässt der Niederschlag dann irgendwann nach. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Noch mehr Neuigkeiten aus der Lausitz finden Sie auch im Internet. Einfach lausitzwelle.de eingeben und los geht's. Dort gibt es auch alle Beiträge noch einmal zum Nachschauen. Mit der Drehscheibe Lausitz sind wir dann am Montag ab 18 Uhr wieder für Sie da. Im Lausitzwelle Radio klingelt der fröhliche Wecker nächste Woche wieder mit Alexander Skade. Er schickt Sie dann wieder gut informiert in den Tag. Haben Sie jetzt ein schönes Wochenende in der Lausitz. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.